Deutschland. Skrupellose Schlepper und wieder ein neuer Brandanschlag. In Hamburg sorgt nun eine Nachricht für Erstaunen, bei der es um die Registrierung der Menschen geht. Demnach sollen sich hier fast 4000 Flüchtlinge aufhalten, die sich nicht registrieren können, weil es dafür kein Personal gäbe. Wir wollten wissen, wie und ob das wirklich sein kann. 200 bis 300 Flüchtlinge stehen täglich vor der Erstaufnahme hier in Harburg. Sie kommen aus Syrien, Eritrea oder dem Irak. In der ersten Anlaufstelle schlafen die Flüchtlinge auf engstem Raum, schlafen mit Fremden Seite an Seite. Eine Nachricht einer Mitarbeiterin in der Erstaufnahme erreicht uns. Sie schreibt: Morgens, wenn wir zur Arbeit gehen, schlafen die Menschen auf Matratzen in den Gängen und Fluren, unter den Treppen und manchmal auch auf dem Parkdeck draußen. Der Sprecher des Einwohnerzentralamtes bestätigt uns die Situation. Bei der Registrierung der Flüchtlinge kommt die Stadt nicht mehr hinterher. Der Überblick, wer bereits erfasst ist und wer nicht, ist in den letzten Tagen verloren gegangen. So haben, folgt man der aktuellen Statistik, rund 3600 Flüchtlinge zwar einen Platz zum Schlafen, sind aber noch nicht namentlich erfasst. Das heißt, offiziell gibt es sie gar nicht. Die Folge: Sie werden nicht geimpft oder auf Infektionen kontrolliert. Und auch das Asylverfahren zieht sich erheblich in die Länge. Die Linke erklärt heute, der Senat habe zu spät reagiert. Der personelle Engpass sei seit langem bekannt gewesen. Die Flüchtlinge sind ja einfach nicht im System. Das heißt, sie erhalten auch die Gesundheitskarte nicht, sie erhalten kein Taschengeld, also die gesetzlichen Leistungen nicht. Die Behörde hat total den Überblick verloren. Es werden auch Neugeborene nicht registriert. Es ist sehr fraglich, ob sie die notwendigen Untersuchungen erhalten. An der Registrierung hängt natürlich auch die leistungsrechtliche Sachbearbeitung dran. Deswegen sind wir jetzt dabei, diese Rückstände so schnell wie möglich wieder abzubauen. Das ist auch schon in Teilen gelungen. Wir haben in diesem Monat wesentlich mehr Flüchtlinge registrieren können, auch weil wir personell diesen Bereich stark aufgestockt haben. Um Klarheit über die Zahlen zu bekommen, wer registriert ist und wer nicht, hat Fördern und Wohnen in den vergangenen Tagen eine große Zählaktion in allen Erstaufnahmen durchgeführt. Am Nachmittag dann das Ergebnis. Nahezu alle Flüchtlinge, die man vorfand, seien registriert gewesen. Die Konsequenz: Mehrere hundert Flüchtlinge, die in den vergangenen zwei Monaten aufgenommen wurden, sind nicht mehr zu finden. Die Vermutung der Ausländerbehörde: Einige Flüchtlinge seien entweder weitergezogen oder schlafen draußen. Also es ist aus unserer Sicht offenkundig, dass SPD und Grüne mit der Lösung dieser Problematik des Flüchtlingszustroms in unserer Stadt deutlich überfordert sind. Wir haben heute den Bürgermeister aufgefordert, dieses Thema auch zur Chefsache zu machen. Die Senatskanzlei wollte sich dazu nicht äußern. Die Situation wird jedoch von Woche zu Woche heikler. Flüchtlinge warten über Wochen auf eine Erfassung, verlassen womöglich freiwillig die Erstaufnahme. Wo sie sind, darauf hat die Behörde keine Antwort.